diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zween Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, das ihr gekreuziget werde. Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, ich hoffe, es wäre nicht doch das Herz, auch noch Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was redet dieser Unrat so und so und so und so? Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein Gutswerk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Armen bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Yes.
ging hin der Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm: Geht hin in die Stadt zu
und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist hier. Ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sprachen zu ihm: antwortete und sprach: Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe die Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken,
bis an den Tag. Da ich's neu trinken würde mit euch in meines Vaters Reich. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sie nicht zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrum und die zwei Söhne Zebedäi und fing an zu trauen und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine bis an den Tod.
bleibet hier und wachet mit mir. O schmerz, hier zittert das gequälte Herz. Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht. Aus der Richter führt ihn vor Gericht. Da ist kein Trost, kein Helfer nicht. Auf meine Sünde habe ich geschworen. Fremden Raub bezahlen. Ach, könnte meine dein Zittern und dein Sagen vermindern oder helfen tragen. Wie gerne bliebe ich Jesu wachen. So schlafe ich und ich will bei meinem Jesu wachen. Ich will bei meinem Jesu wachen. Ich will bei meinem Jesu wachen. Sein Trauern macht mich voll Freude. Muss uns sein, vergiss mich mal.
und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging aber mal hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund,
bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Thank you.
aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legionen Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fallen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllet würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
Gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten. Und funden keins. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts zu dem, was diese wieder nicht zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest's, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Sie
sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er läutete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leuchtete abermal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petro: Wahrlich, du bist doch einer von denen, meine Schwester, der Welt, der auch ein Wunder auf deine Sprache verhält. Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und
des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und punden ihn, führeten ihn hin und überall forteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte her wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und er hängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Meinen Jesum wieder, gebt mir meinen Jesum wieder. Seht das Geld in Werdalu, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld in Werdalu, seht das Geld in Werdalu. Wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld in Mörderlohn, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld in Werdalun, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Gebt mir meinen Jesum, gebt mir meinen Jesum wieder, meinen Jesum gebt mir wieder. Gebt mir meinen Jesum wieder, gebt mir meinen Jesum wieder, meinen Jesum wieder. Und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Jesus
Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zween, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kommen! Übels getan.
und sprachen: Lass ihn kommen! Sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Seid uns Gott, die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sandeten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Und beugeten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Thank you.
sie ihn verspottet hätten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren. Oh,
sechsten Stunde an war deine Finsternis über das ganze Land, bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama, lama sabachthani. Das aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, lass sehen, ob wir dir das Handball und ihm helfen. Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. siehe da, der Vorhang im Hemd zerriss in sein Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und stunden auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung
und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Selbst begraben.
Herz herein. Ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Den Leib und wickelte ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, dass Jesum gefühlt ist, und nach der Tat ebenso. Ich bin nach drei Tagen kleine Schwager, geht hin und verwahret, wie ihr's wisset. Sie gingen hin und verwahreten das Grab mit Hütern und versiegelten